Ja, ich habe für den Come-Together-Preis 2023 den interreligiösen Gesprächskreis in Raunheim vorgeschlagen. Dieser wird getragen von dem Marokkanischen Freundeskreis, dem Türkischen Kultur- und Bildungsverein, der Evangelischen Paulusgemeinde und der katholischen Pfarrgemeinde St. Antonius Padua. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er seit nunmehr 30 Jahren sich für einen Dialog untereinander einsetzt, aber das ist ein bisschen profan. Natürlich, dem Ganzen wohnt auch ein bisschen der Gedanke des Ökumenischen inne, aber man begrenzt sich nicht nur auf das Reden miteinander, sondern auch in praktische Hilfe, sei es bei Blutspendeaktionen, sei es während der Corona-Pandemie, dass man gemeinsam Impfaktionen organisiert, seien es wie jetzt kürzlich beim Erdbeben in der Türkei oder auch jetzt in Marokko, dass man sich gegenseitig unter die Arme greift. Der interreligiöse Gesprächskreis in Raunheim lebt all das und zeigt auch auf, dass in so einer Stadtgesellschaft wie in Raunheim, die eigentlich mit vielen Gegensätzen, von vielen Gegensätzen geprägt ist, es durchaus möglich ist, ganz viele Gemeinsamkeiten zu finden. Und ich finde, das ist ein Paradebeispiel für gelebte Demokratie. Und deswegen gratuliere ich dem interreligiösen Gesprächskreis in Raunheim ganz herzlich für den Preis 2023.